Das ist die Entwicklungsplattform von NVIDIA für unsere Tegra-Produkte. Die Tegra-Produkte sind für uns PDAs und andere Geräte, mobile Geräte, die wirklich mehrere Tage halten. Wir haben Batterielaufzeiten hier von 4-5 Tagen mit Anwendungen. Wir können hier Videos zeigen, die dann ausgegeben werden. Das über Mini-HDMI dann an den Fernseher ausgegeben kann. Also das Gerät kann 1080p ausgeben, was bei 200 mW natürlich eine komplette Neuerung ist, die vorher überhaupt nicht möglich war. Was man machen kann, ist, man kann natürlich auch das Ganze weiterlaufen lassen, kann sogar einen zweiten Videostream dann starten. Und beide werden in der Art dann dargestellt und weitergezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt wieder hier auf die UI gehe, habe ich weiter mein Video laufen. Aber wenn ich rübergehe, habe ich auch gleichzeitig noch mein anderes Video laufen. Das heißt, ich kann zwei Videostreams auf einmal zeigen. Natürlich alle anderen Sachen wie Bilder oder die Kamera oder YouTube. Ich kann chatten, ich kann meine E-Mails machen, ins Internet gehen, also die Funktionalität ist immer gegeben. Wenn ich spielen will, kann ich natürlich auch wirkliche OpenGL-Spiele machen. Also wir haben hier laufen, das heißt, ich kann OpenGL-basierte Spiele auf diesem Gerät machen, die früher nur auf dem PC gehen. Also wenn ich da mir ein paar Jahre zurückgehe und in die Zeiten gehe, wo ich auf dem PC spielen kann, kann ich das jetzt hier auf einem mobilen Gerät machen und habe das hier als Time-Demo, also in einer sehr, sehr schnellen Geschwindigkeit von fast auch 100 Frames. Und so können die Entwickler, die Spiele machen für Handheld-Geräte, natürlich sehr, sehr performante Grafik und Spiele daraus entwickeln.